Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ja, immer wieder kriege ich die Frage gestellt: Wie kommst du dazu, in ein ägyptisches Dorf auszuwandern? Wieso? Hat dein Mann das vorgeschlagen oder du? Ja, ich kann euch mal erzählen, wie war mein erster Tag hier im Dorf. Also, ich bin ja angereist, ne? Ja, als ich ankam, erstmal auf dem Weg hierher, kam das mir vor wie so eine Zeitreise, ne? Man kommt, also natürlich erstmal von Deutschland nach Hurghada, ne? Ist ja schon mal was anderes, ne? Man kommt da in eine andere Welt. Aber jetzt nochmal von Hurghada in ein ägyptisches Dorf, der Weg dorthin, das ist wie als ob du, ja, immer so 10 Jahre, alle 20, 30 Kilometer gehst du 10 Jahre in die Vergangenheit. Ja, mir war das ganz fremd und wir sind ja. Ich weiß gar nicht mehr. Wir sind auf jeden Fall abends angekommen. Es war kurz vorm Abendgebet. Das weiß ich, glaube noch nicht. Das war noch nicht dunkel. Aber so gut wie. Ja, wir sind ja mittags losgefahren und mit so einem Minibus, ne, ganz normal. Und ich habe dann draußen geschaut. Klar, das Erste, was mir aufgefallen ist, und es war so wunderschön, die grünen Felder in Kena. Grün, alles Versim, dieser Luzernenklee, dann die Palmen. Also es war einfach, und der Mais, ne, das Zuckerrohr, das Grüne, das hat mir so gut getan, weil Grün tut ja der Seele gut, ne, wer sich mit Farbtherapie auskennt. Also ich habe mich dann so wohl gefühlt, weil in Hurghada sieht man halt wirklich immer nur Sand, Sand, Sand. Und ja, war auch alles laut und natürlich die Luft ist mehr Meeresluft auf dem Land. Das ist eine Landluft, das ist was ganz anderes. Also ich habe mich wirklich Kilometer für Kilometer immer mehr nach Hause gefühlt, aber wusste ich da noch nicht. Aber ich habe mich wohl gefühlt und habe mich richtig gefreut. Boah, endlich mal Natur und ich war so aufgeregt. Wie lebt mein Mann? Er hat mir ja schon Bilder gezeigt, dass sie jetzt nicht so, ne, Hightech-mäßig da, ne, und hat mir auch schon vorgewarnt, dass natürlich die Küche nicht der Küche entspricht, die ich mir jetzt vorstelle, dass ich da natürlich, aber er hat sich nie dafür geschämt. Das fand ich immer sehr. Ja, sehr stark an ihm auch. Ich weiß nicht, also ich kenne mich als Kind, ich habe mich ja sofort immer, nein, die Eltern, ich schäme mich. Mein Mann hat sich noch nie für seine Eltern geschämt und das hat ihn auch nochmal, diese Stärke macht ja auch attraktiv, finde ich. Na, dass man zu allem steht, ohne Wenn und Aber und wenn es demjenigen nicht passt, selber schuld, dann hat der nämlich ein Problem. Und das fand ich immer sehr, sehr attraktiv an meinem Mann. Ne? Na? Ihr seht, ich bin eingepackt. Leichte Erkältung, ganz leicht. Es geht los. Ich muss wieder Tee machen, Entschuldigung. Ja, ich war dann da. Als ich dann in Kena angekommen war, habe ich ganz viele Fotos auch gemacht von dem Grün, aber das war schon langsam am Dunkel werden. Und wir sind von Kena 1 Stunde entfernt. Dann sind wir endlich angekommen. Wie war denn das? Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das, ich glaube, das war ein Taxi, haben wir dort genommen. Ja, wir haben ein Taxi genommen und sind dann hier eingebogen. Also auf jeden Fall habe ich erstmal gewundert, guck mal, so viele Eselskarren hier und die Leute sitzen alle draußen. Also und ja, also ich habe schon gewusst, dass sie Galabeer anhaben, die Leute, aber jetzt jeder hat Galabeer an. Da siehst du niemanden in Jeans und Hemd oder T-Shirt. Vielleicht die kleinen Jungs, aber die Männer alle in Galabeer. Da haben wir auch schon geguckt, okay. Ja, als ich dann hier angekommen bin, erstmal herzlich von der Familie empfangen. Das war Wahnsinn. Und das allererste, der Opa saß auf ne, auf seiner Bank, wie immer. Ich war so außer Atem. Ich dachte eigentlich, ich gehe die Oma zuerst begrüßen, weil die war im Haus. Mein Mann sagte, du, mein Vater ist da, du kannst ihm kurz die Hand geben und dann gehen wir rein. Ne, hat mir gleich gesagt, hier, guck mal. Den habe ich. Ja, ich war so aufgeregt, ich wusste ja auch nicht. Ne? Ich dachte, der wird dann reinkommen und wir begrüßen uns im Haus. Nein, wir sind dann, ich habe ihm die Hand gegeben und er voll gelächelt. Also sein Strahlen war schon wie Ankommen zu Hause. Der hat so ein liebes Lächeln und die Augen, ne? Die Falten hier, die sind so, als ob er lacht. Ja, ganz, ganz lieb. Ne? Und da habe ich mich da schon sehr wohl gefühlt. Ne? Dann sind wir reingegangen und da hat schon die Schwiegermutter, die Schwester, alle gewartet. Ne? Und dann natürlich haben alle gehört, der Bruder ist, also der Mahmud ist angekommen. Dann sind alle Nachbarn gekommen und meine andere Schwägerin von oben, also alle Verwandte. Dann war die ganze Hütte voll von meiner Schwiegermutter, ne? Und da gab es dann Essen und dann haben die mich ausgefragt, ne? Na, und wir haben auch die erste Nacht,
im Bett meines Schwiegervaters geschlafen und er hat dann woanders geschlafen. So. Und das weiß ich noch, das war, ich glaube, wir sind am 30. am 30. Januar. Und am 31. Januar, ne, war ja Silvester, das war auch komisch für mich. Wir haben nichts gemacht, ne? Wir saßen da, nachts um 12, gucken auf die Uhr. Ups, ist ja Silvester. Sah, habe ich ganz vergessen. Ja, so war das. Und im Dorf wird ja kein Silvester gefeiert. Das war ganz, ja, gut Nacht dann, gell? Schlaf mal schön. War auch, also ich bin ja noch ganz frisch von Deutschland, von den Traditionen. Und dann kommt man daher und auf einmal, wie Silvester, wird nichts gemacht. Ja, aber so ist das halt. Muss man akzeptieren. Ist eine andere Kultur und das willst du da machen. War ein bisschen komisch und. Aber ich war ja froh, ich hatte meinen Mann und war alles gut. Ja, dann sind wir natürlich, habe ich das Haus hier gesehen, das stand schon. Na, mein Mann hat das alles schon fertig gehabt. Es war im Rohbau, na, also nicht fertig, sondern stand da, keine Türen, die Wände waren nicht bestrichen, aber der Rohbau war da. Ja, ich habe dann immer so gedacht, ja, deine ägyptische Frau soll hier einziehen, ne? Habe immer gedacht, so in mir drin. Er war ja immer gegen das Haus. Mein Mann hat auch gesagt zu den Eltern, das sollen wir nicht bauen. Er hat jetzt noch keine Zeit dafür und die haben einfach angefangen. Zack, zack, stand das Ding. Ne? Und ich war ja, da hatten wir auch schon Probleme in Hurghada deswegen, weil ich nicht wollte, dass er dieses Haus baut, weil ich niemals in ein ägyptisches Dorf ziehen werde. Das kam überhaupt nicht in die Tüte. Ne? Und er hat auch immer den Eltern gesagt, verschieben wir, verschieben wir. Er konnte ja nicht. Ja, die wollten einfach nicht mehr warten. Zack, jetzt wird's gemacht. Jo. Und alles Weitere steht in meinem Buch übrigens, ne? Die Deutsche am Nil, meine Geschichte. Steht ganz genau da, was für Probleme wir hatten, was ich immer gedacht habe, wenn mein Mann ins Dorf gegangen ist ohne mich. Also das ist nicht einfach gewesen damals. Ja, und ein großer Kampf auch. Und ich musste mich da wirklich in Geduld üben, bis wir endlich zu diesem Tag, was ich jetzt erzähle, im Dorf waren. Ja, ich habe natürlich dann hier auch mich umgeschaut, habe mir dann so gedacht, ja, schlecht ist es nicht, aber nee, ich will hier nicht wohnen, das kann ich ja gar nicht, ne? Aber als wir wieder weggefahren sind, als ich im Dorf war, hatte ich mir noch gar keine Gedanken gemacht darüber, ne? Ich hatte einfach nur, ich wollte auch gar nicht so lange hier bleiben. Wir waren 3 Tage hier. Ich glaube vier. Ich bin nicht ganz sicher. Es ist jetzt schon so lange her. Aber ich habe dann gesagt, ich muss wieder arbeiten gehen. Das hat mein Schwiegervater überhaupt nicht verstanden. Was arbeiten? Arbeiten ist nicht wichtiger als Familie. Das war sein Standpunkt. Was interessiert uns die Arbeit? Du bist jetzt da, bleib noch mal 2 Tage, bleib noch mal 2 Tage. Und ich so, nee, 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 das geht nicht. Nee, ich muss ja wirklich arbeiten. So, dann bin ich wieder gegangen und auf dem Weg nach Hause und als ich dann wieder in Hurghada war, habe ich mich gar nicht mehr wohl gefühlt. Ne? Ich habe da irgendwie gedacht, ja, ich war dann in der Arbeit und sitze da im Büro und denke mir, na toll. Also eigentlich hat mir meine Arbeit immer Spaß gemacht, aber da war es dann das erste Zeichen, dass ich überhaupt nicht mehr hier im Büro sein möchte. Mir macht die Arbeit keinen Spaß mehr. Ich will eigentlich meine Ruhe haben. Und die Ruhe, die war wirklich im Dorf, hatte ich richtig relaxen können. Ich hatte eine super Arbeit, die war super toll, aber mit Stress verbunden. Ich bin von morgens bis abends mit Reklamationen zugeschüttet worden, habe am Internet, ne, immer gearbeitet und die Zeit verging und abends dann mit dem Mann gekocht, das, ne. Aber irgendwie hat mich doch die Ruhe im Dorf, habe ich die vermisst. Dann habe ich so zu meinem Mann zu Hause gesagt, wieder in Hurghada, was wäre denn, wenn wir in das Dorf auswandern würden? Das kam ja von mir. Und der so, ja, wäre natürlich super, aber ich habe ja dort keine Arbeit und das, das, das. Wir haben das dann alles besprochen und ich habe gesagt, du, was wäre, dann machen wir aus dem Haus das, dann bauen wir einen Stall, dann holen wir uns Tiere. Ich habe mir das alles schon in meiner Arbeit schon die richtig so zurecht gemacht, ne? Wie wird es sein? Wie werde ich dort wohnen? Ich werde da eine Mauer ziehen, da könnte der Stall sein, so. Und dann könnte ich mir ja Hühner halten, Schafe, Ziegen. Und es wäre eine tolle Kindheit für die Kinder. Ja, warum nicht? Das kann man doch ausprobieren. Das haben wir so zurecht gesponnen. Aber es ist nicht dazu gekommen, weil wir haben dann 1, 2 Monate weitergearbeitet. Ich weiß nicht mal ganz genau, wie lange. Nee, 1 Monat. Und dann ist es passiert. Dann haben wir Re Nägel mit Köpfen gemacht. Und wie es dazu gekommen ist, steht in meinem E-Book. Ihr könnt in meiner Infobox schauen.
Da geht's weiter, weil ganz genau kann ich euch jetzt nicht weiter. Das wäre ja unfair, das ganze Buch euch zu erzählen. Definitiv, in der Infobox könnt ihr das E-Book bestellen und die Geschichte weiterhören. Also, wisst ihr, wer einmal Landluft geschnuppert hat, wer sagt ja, man sagt ja auch, wer einmal vom Nil getrunken hat, kommt jedes Jahr wieder. Ich habe mich hier im Dorf einfach so wohl gefühlt und zu Hause gefühlt, dass ich einfach gar nicht mehr mich wohlgefühlt habe in Hurghada. Der Stress, das Gehupe mit den Taxis. Ich habe ja keine Nacht gut geschlafen. Ich kam in meine Wohnung und okay, wir haben in El Kausa gewohnt, ne? Das ist jetzt auch nicht so, aber trotzdem hast du immer das Gehupe. Du bist in deiner Wohnung, trotzdem, wir hatten drei Zimmer. Ich habe mich da eingeschlossen gefühlt, weil in Deutschland bin ich auch ein großes Haus gewohnt. Mit meinen Eltern haben wir im großen Haus gewohnt. Ich hatte ja dann später mein eigenes Haus, ein Riesengrundstück. Ja, und dann komme ich nach Hurghada. Klar war das am Anfang ein Traum. Man ist von einer kleinen Wohnung in eine größere Wohnung, aber trotzdem bist du eingesperrt. Na, da sitzt du ja auch nicht die ganze Zeit auf dem Balkon. Auf dem Balkon war im Sommer zu heiß, im Winter zu windig. Also, ja, es ist einfach, da bist du trotzdem anonym. Hier im Dorf ist es einfach eine Idylle, es ist die heile Welt. Wenn man die Möglichkeit hat, sich da was aufzubauen, ne, auf Landwirtschaft umzuschwenken, wenn man halt vom Tourismus weit weg ist, kann man ja was anderes machen, ne? Und es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man das dann wirklich möchte und dass die Kinder dann auch noch islamischer aufgewachsen oder aufziehen, gezogen werden, weil sie dann hier doch die Tradition direkt vor Ort erleben. Und ja, also für mich gibt es nichts Schöneres, war die beste Entscheidung meines Lebens. Na klar, habe ich ja auch mal den Dorfkoller, aber wer hat das auch nicht in Deutschland in seiner Wohnung, dass man einfach raus muss, dann buchen wir halt irgendwas und tschüss, wir sind in Ägypten, wir haben das Rote Meer, wir haben die Pyramiden, wir haben die kulturellen Sachen, wir haben die weiße Wüste, ich habe noch so viel von Ägypten nicht gesehen und bin schon so viele Jahre da. Also von dem her, yalla, das war's schon wieder von mir. Das ist die Geschichte, mein erster Tag im Dorf und ja, es ist einfach eine andere Welt. Die ganzen Frauen, die haben dich geknutscht, die haben dich ausgefragt, die fanden mich auch wunderschön. Man kann ja, darf ja nicht vergessen, ich bin ja auch super schlank nach Ägypten ausgewandert, ne? Das heißt super schlank, ne? Ich bin 1,60 und mit 60 Kilo ausgewandert, ne? Mit der Zeit nimmt man dann halt auch ein bisschen zu. Das ägyptische Essen ist nicht ohne. Und ich habe ja hier auch meine Ruhe. Ich habe nicht so viel Stress und Bewegung, dass ich jetzt hier von A nach B Termin, Termin hetze. Ich habe ein Sitzleben, ein bisschen abwaschen, ein bisschen Wäsche waschen, mal schauen, was die Nachbarin treibt. Gemütlich hin und her. Eigentlich müsste ich 100 Kilo wiegen für das, dass ich wirklich relaxed habe. Ich habe Stress im Internet. Ich muss viel immer hier im Internet schauen und meine Augen strengt das an. Aber mein Körper wird hier definitiv nicht beansprucht. Man hat hier einfach ein ruhiges Leben. Ihr hört die Vögel zwitschern. Lolo. Ne? Jetzt kommen schon wieder die Fliegen. Ich habe heute eine Erdbeermaske gemacht. Ne? Das gefällt denen, der Geruch vom Erdbeer. Na gut, das war's schon wieder von mir. Wie viele Minuten haben wir denn? Ich spreche und spreche und spreche. Oh, Chalas. Jalla, das war's schon wieder von mir. Masilema, bye bye.